Hallo, weiter geht's mit dem Bild. Für alle, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Tamara. Ich bin Künstlerin und ich banne kostbare Momente zwischen Kindern und Tieren auf Leinwand, denn viel zu schnell vergeht die Zeit, in der wir unsere Kinder und unsere Tiere miteinander erleben dürfen. Und ich halte sie fest, diese Momente, und schaffe Erinnerungen für Menschen, denen sie sehr viel bedeuten. Mehr über meine Kunst findest du übrigens auf meiner Website. So, weiter geht's. Ich werde die Kamera ein bisschen näher ranholen. So, ich mache jetzt bei der Figur weiter, wo ich letzte Woche aufgehört habe. Ich habe nicht mehr weitergemacht, weil ich im Moment so viel mit meiner Website zu tun habe. Und gestern habe ich an einem kleinen Kunstwerk, das ich hier im Atelier habe, noch mal ein paar Korrekturen gemacht. Deshalb ging es hier jetzt nicht weiter, aber das macht dir nichts, so bekommst du auch mehr mit. Und hier habe ich ja keinen Zeitdruck, deshalb das ist schon okay. So. Hier die Jacke, die soll gelb werden. Hatte ich zumindest mal in den Farbskizzen so geplant. Ich habe hier eh schon irgendwie so eine gelb-orange Unterlage. Das passt eben sehr gut mit dem Blau, auch weil wir hier Blau haben. Das harmoniert sehr gut. Deshalb glaube ich, dass das auch in Groß recht gut funktionieren wird. Man sieht, gelb lässt die unteren Schichten durchscheinen. Es ist eine sogenannte lasierende Farbe, das heißt, es ist etwas transparent und lässt immer Teile drunter durchscheinen. Das kann man lösen, indem man Weiß mit reinmischt, also wenn man etwas decken will. Oder man eben eine weiße Schicht darunter gibt. Aber mich stört das jetzt nicht, dass das hier ein bisschen durchscheint. Man muss ja nicht immer alles komplett zumalen. Auch die Stiefel sollen gelb werden. Und der Schirm wird dann rot.
entscheide ich dann später, ob ich das dann so belasse oder nochmal drüber gehe. Jetzt für den Anfang würde ich es jetzt mal so belassen, dass ich mal alle Teile anlege, alle farblichen, und dann sehe, was ich noch ändern muss oder was so bleiben kann. Auch die Stiefel möchte ich in dem Gelb machen, habe ich ja schon gesagt. Man sieht da, wo Blau drunter liegt, wird es dann zu einem Grün. Das mischt sich miteinander. Das kann man dann eben auch nutzen, also wenn man das weiß. Man kann dann wirklich schöne Effekte damit erzielen. Diesen Streifen wollte ich in Orange, Orange machen, aber ich weiß jetzt nicht, ob das dann passt jetzt. Ich glaube, das lasse ich bis zum Schluss, bis ich auch die Katze da habe, weil vielleicht verwende ich einen Farbton von der Katze dann. Die bekommt ja auch so Orangetöne. Dann könnte das gut passen und vielleicht aber auch nicht. Dann es würde mir eben noch weiß im Kopf schweben. Dann schauen wir mal. Die liegen natürlich dahinter, sind deshalb ein bisschen vom Ton her etwas dunkler. Mir fehlt mir noch ein Stück Hose, das habe ich übermalt. Das muss ich dann noch mal herholen. Aber das ist dann kein Problem. Ja, ich werde es dann jetzt auch dabei belassen. Vielleicht bin ich nächste Woche ein bisschen weiter. Mal schauen. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und wir sehen uns nächsten Mittwoch wieder. Mach's gut. Tschüss.